Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie, Dr. Müller-Schwefe, ist nach der Sendung übrigens in unserem Internetchat erreichbar. Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Dieses Zitat, mit dem sich der ehemalige RTL-Chef Thoma von eigenen Programminhalten distanziert und sie zugleich als einträglich rechtfertigt, ist hinreichend bekannt. Seit Millionen Zuschauer an der Dschungelshow Angel hängen, hat das Bild mit dem Wurm eine sehr plastische Bedeutung. Der Wurm nur als Anfang, heute ersetzt durch Kisten voller Kakerlaken und Maden. Die Frage für Frontal 21 war, soll sich ein kritisches Magazin überhaupt mit dieser Form des Angelsports beschäftigen? Denn jede Berichterstattung ist Werbung, ob Kritik hin oder her. Aber in diesem Dschungel wird der Zuschauer hinters Licht geführt und deswegen berichten wir. Herr Thoma hat zwar recht, im Seichten kann man nicht ertrinken, aber man sieht auch allzu leicht den Grund. Thomas Reichert und Andreas Wiemers über Dschungelcamp und Disneyland. So schöne Fernsehbilder hat Deutschland noch nie gesehen. Ein Haufen kleiner Tiere, echte Stars und das alles saugefährlich. RTL sagt: 2 Wochen im gefährlichsten Dschungel der Welt. Giftige Spinnen, tropische Hitze und wilde Tiere. Dieser Star heißt zum Beispiel Werner Böhm, besser bekannt als Gottlieb Wendehals. Genau, der mit der Polonaise Blankenese. Jetzt muss sich die Republik um ihn richtig Sorgen machen, denn RTL sagt: Die Prominenten leben im realen und echten australischen Dschungel. Und dieser ist der gefährlichste der Welt. Echt, australisch und wie gesagt, saugefährlich. Hier mit echten Schlangen, echten Federn und mitten im Dschungel, naja, kleine Panne, echter Teichfolie. Besser, man muss eben die Folie so kaschieren, dass man sie nicht sieht. Entweder muss man das eben mit Pflanzen beleben, mit Pflanzen kaschieren. Man könnte auch mit Lavastein einen Wasserfall bauen, einen Wasserlauf. Das ist schnell hingeklotzt, ohne Sinn und Verstand und ohne System. Ohne System. Aber egal, Millionen Zuschauer können doch irgendwie nicht irren. Und darum machen auch wir uns auf in den gefährlichsten Dschungel der Welt. Die Straße dahin ist zugegebenermaßen eigentlich ganz gut befestigt. Aber wir schon voll Tropenfieber. Es fehlen nur noch ein paar Meter bis zum Camp, als plötzlich. Aber sehen Sie selbst. Nehmen Sie die Kamera weg, sagt der Wachmann zu uns. Noch nicht mal gucken dürfen wir. Das ist Privatbesitz, sagt er. Eine Riesenenttäuschung. Wir stehen vor dem gefährlichsten Dschungel der Welt und dürfen nicht rein. Stattdessen macht der Mann im Tarnanzug Bilder von uns. Absurd. Enttäuscht fahren wir ins Nachbardorf. Kleiner Trost, hier treffen wir jemand, der ihn kennt. Den gefährlichsten Dschungel der Welt. Das war eine einfache Farm. Sie haben ein riesiges Camp da gebaut mit Elektrizität, Hubschrauberlandeplätzen. Im Camp haben sie gewaltige Baumhäuser, wo die Kameracrews arbeiten. Unglaublich viel Technik haben die da. Unglaublich viel Technik in unserem Dschungel? Merkwürdig auch die Bilder aus diesem Werbevideo der Produktionsfirma. Zu sehen, ein ganzes Containerdorf mitten im Urwald. Wir treffen einen Einheimischen, der genau da gearbeitet hat. Es gibt da einen riesigen alten Baum. Seine Wurzeln gingen nur über den Rand einer Klippe. Sie wollten da ein Kameraversteck haben. Wir mussten die Wurzeln künstlich verlängern, um es echt aussehen zu lassen. Wir haben das mit Fiberglas verlängert. Man kann keinen Unterschied erkennen zwischen dem echten Baum und den künstlichen Wurzeln, die wir dazu gebaut haben. Gute Arbeit, Craig. Oder könnten Sie sagen, was auf diesen Bildern echter Dschungel ist und wo die Fiberglasattrappen sind, die unser Australier hier verlegt hat? Wir haben auch ein künstliches Schwimmloch angelegt.
so eine Art Teich. Und daneben haben wir Blockhütten und Unterstände aus den Zweigen von Sträuchern gebaut, um die Kameras zu verstecken. Und so sieht das dann aus, ein Fernseh-Phantasialand im Dschungel. Die einzige Gefahr hier wäre, eine der vielen Kameras käme versehentlich ins Bild. Wir haben so Hebebühnen gebaut, damit sie eine Nebelmaschine durch den Busch kriegen. Morgens wollten sie Nebel im Camp haben, damit es authentisch aussieht. Hebebühnen und Nebelmaschinen im RTL-Dschungelcamp. Aber Moment mal, wie war das noch im RTL-Werbetext? Die Prominenten leben im realen und echten australischen Dschungel und dieser ist der gefährlichste der Welt. Das, müssen wir jetzt mal offen sagen, ist natürlich Quatsch. Unbestritten aber ist, dass das Dschungelcamp für viele Tiere mehr als unangenehm ist. Mal im Ernst, wer möchte schon mit Gottlieb Wenderhals Schleim baden? Das fragt sich auch der Fachmann. Wenn ich sowas sehe als Biologe, dann sage ich, oh Gott, was sind das für bekloppte Leute, die so ein Ekelgefühl da hochziehen. Und wenn ich es als Unterhaltung kann ich es auch nicht empfinden, weil es einfach ist keine Action. Wenn ich also ein Überlebenstraining habe, dann erwarte ich eigentlich, dass man nicht durch ein Aquarium kriecht mit wenig Wasser oder klebrigen Dingen und Käferlarven, sondern erwarte ich eigentlich, dass man weiß, wie man aus den Käferlarven ein vernünftiges Menü herstellt. Warmduscher eben. Scheiße. Ah, Mann. Im australischen Nachbardorf vom Lügencamp würde man es so natürlich nie sagen. Ganz im Gegenteil, die Einwohner lieben es, weil sie leben davon. Seit das Fernsehteam im letzten Jahr hierher kam, boomt unsere lokale Wirtschaft. Sie geben Millionen hier bei uns aus für Unterkunft, Essen, Ausrüstung. Sie versuchen alles, was sie brauchen, hier bei uns in der Umgebung zu kaufen. Hier, gleich neben dem gefährlichsten Dschungel der Welt, erkennen wir, auch der größte Quatsch hat irgendwie noch sein Gutes. Die Deutschen haben Spaß und die Australier haben Arbeit. Einer der Verantwortlichen für die Einführung des Privatfernsehens, der ehemalige Minister Schwarz-Schilling, meinte so treffend: Wenn wir damals das Privatfernsehen nicht eingeführt hätten, wären wir die Hinterwäldler Europas geworden. Ist der Hinterwald Australiens so viel besser?